Herzlich willkommen zum ersten kleinen Update-Video, wie es um die Entwicklung meines Spieles steht. Viele von euch wissen es mittlerweile schon, weil ich das hin und wieder doch schon mal erwähnt habe. Ich dachte, ich hätte es noch nicht gesagt, doch ich habe es gesagt. Lustigerweise ist es mir jetzt erst aufgefallen. Ja, also für die, die es noch nicht wissen, ich arbeite momentan an einem kleinen Spiel. Beziehungsweise nun schon eine kleine Weile. Und ich habe mich dazu entschieden, so eine Art Entwicklungstagebuch zu machen. Das heißt, ich werde ab und zu mal so kleine Videos hier bringen. Werde die nicht groß irgendwie weiter jetzt ankündigen oder sonst sowas, ne? Ich hau die einfach mal ab und zu mal mit raus. Einfach mit so kleinen kurzen Abschnitten, wie halt die Entwicklung zurzeit steht und alles drum und dran. Weil ich habe nun schon eine gute Resonanz bekommen. Wie viele von euch würden es gerne spielen, oder die, die es halt wissen, die haben schon gesagt, sie würden es echt gerne dann mal spielen, wenn es fertig ist. Und das freut mich natürlich mega. Das Lustige ist, also ich sag mal, wie die Resonanz momentan schon bei mir so ankommt. Die, die ich nun kenne, der Großteil davon, die von dem Spiel wissen, wenn ich zum Beispiel irgendeine Idee habe und das denen gerne erzählen würde, weil also irgendeine Idee ist mir gekommen, was ich im Spiel noch einbauen könnte, was ich machen könnte, dann kommt immer gleich als allererstes, ne? Wird gebrüllt, nein, nein, halt, stopp, Spoiler, 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 Spoiler. Das, ja. Ich darf niemandem eigentlich irgendwas von meinem Spiel erzählen, weil keiner will es wirklich hören. Alle wollen es dann entweder die Demo spielen oder später dann das fertige Spiel. Das ist irgendwie lustig. Ich bin mit meinen ganzen Ideen für mich, ich muss sie für mich behalten und bin dann aber auch sehr auf den, ja, auf die Demo bzw. auf den Release gespannt im Prinzip. Wie dann so die Resonanz ist und was dann, wenn die Leute anfangen, das zu entdecken, meine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe und ja. Das Spiel wird, also noch ein paar Details zum Spiel allgemein, das Spiel wird mit ganz, ganz einfachen Mitteln im Prinzip gemacht. Ich habe mir den RPG Maker gekauft und weil ich mag auch diese alte Grafik, so weißt du, von schräg oben so, wie früher auf Gameboy und Co. Ich mag das. Ich mag das eigentlich immer sehr. Und ja, ich habe halt wenig Möglichkeiten. Ich arbeite viel mit Sound und Geräuschen, um Dinge darzustellen. Also es ist auch viel eure Fantasie gefragt, was ihr euch vorstellen könnt bei dem Spiel, ja? Ich habe da schon letztens auch noch jetzt ein neues Video gebastelt, ein Anfangsvideo, was quasi bei Beginn des Spiels ihr sehen werdet. Ob ich davon vielleicht mal so einen kleinen Ausschnitt mit raushaue, beziehungsweise die Musik des Spieles, die hört ihr jetzt schon im Hintergrund so ein bisschen von der Atmosphäre her. Naja, es ist halt so eine Sache, bis, ich sag mal, vor kurzem bin ich mir auch nicht über den Namen sicher gewesen. Bin ich auch immer noch nicht so richtig, sag ich mal. Da überlege ich noch. Es hat momentan einen Arbeitstitel. Der Arbeitstitel ist The Titan Chronicles. Aber ich denke, ich habe den Namen, wie es im Endeffekt heißen wird. Und zwar Titan Heart, also Titanenherz, möchte ich mein Spiel gerne nennen. Einfach weil ich möchte auch versuchen, halt viele Gefühle, viele Emotionen im Spiel rüberzubringen. Ne? Was natürlich mit einfachsten Mitteln ich versuche. Für die, die fragen, ob es schon eine Demo gibt, bevor die Frage kommt, ja, es gibt eine Demo schon. Allerdings gebe ich die noch nicht raus, da die Demo noch, ich sag mal, durch die Hände von Beta-Testern geht. Beziehungsweise ob halt alles funktioniert, ob hier und da noch Probleme sind. Ich selber werde sie auch noch mal spielen dann und gucken, ob alles funktioniert. Und ja, das, ich sag mal, die Rechtschreibung muss natürlich auch noch überprüft werden. Wenn ich sehr schnell schreibe, mache ich Flüchtigkeitsfehler, beziehungsweise auf meiner Tastatur. Links, ich sag mal A, Y und Q, W auch ein bisschen. Die haben schon so eine Macke, die hängen manchmal fest und wenn ich dann schnell schreibe, dann merke ich das nie. Dann wird der Buchstabe auch nie geschrieben. Fällt mir dann auch beim schnell drüberlesen einfach meistens nicht auf. Ne? Also so Flüchtigkeitsfehler, das muss alles noch gemacht werden. Und erst wenn das dann wirklich alles durch ist, wenn ich sicher sein kann, dass in der Demo keine Fehler mehr sind und auch keine Rechtschreibfehler mehr sind,
dann werde ich die Demo raushauen. Hier unter dem Video wird es noch keinen Link dazu geben, aber ich werde mir auf einer Plattform, wo Indie-Entwickler ihre Spiele hochladen, auch einen Account machen, weil ich dort dann auch gerne Demo raushauen würde und auch wahrscheinlich dann im Endeffekt die Vollversion. Um die nächste eventuell aufkommende Frage zu beantworten gleich, wird das Spiel was kosten? Ich denke, das würde euch einige von euch interessieren zu wissen. Jein. Das Spiel wird Jein kosten, das ist eine ganz neue Währung. Nein, Spaß. Also nein, es wird nichts kosten für die, die es nicht können, die es nicht wollen. Ja, kann ich halt nichts gegen machen. Also ich werde es im Endeffekt kostenlos zur Verfügung stellen. Werde aber eine Option dazu packen, machen, die euch fragt, wollt ihr denn etwas dafür bezahlen? Wenn ihr dann sagt, okay, ja, 1-2 Euro gebe ich, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Ne? Aber wer jetzt sagt, nee, ich habe gerade nichts, aber ich würde so gerne spielen, dann tut das auch. Ja? Da bin ich nicht so. Ich werde dann auch bei dieser Bezahlmöglichkeit, wenn ich das kann, ich weiß noch nicht wie und ob das geht, das muss ich dann gucken, dass ich maximal sage, okay, also maximal 2 Euro. Ja? Dass nicht jemand hier sagt, okay, ich bezahle jetzt 10 Euro. Einfach weil er mich auch als YouTuberin mag und mich gerne guckt. Ne? Ich will nicht, dass jemand jetzt hier sonst wie viel dann irgendwie. Nee. Da fühle ich mich dann auch komisch. Also 2 Euro, denke ich mal, maximal für das Spiel. Aber wie gesagt, ist kein Zwang. Gut, also nach der Bezahlmethode-Frage habe ich an sich bloß noch ein was auf dem Herzen für dieses erste kleine einfach mal Update. Und zwar, ihr dürft keine extrem hohe Grafik oder sowas erwarten. Wie gesagt, das ist so von schräg oben. Es ist im alten Stil gemacht. Und vieles innen drinne, also einiges innen drinne, bastel ich auch selber. Also zum Beispiel sowas wie Bäume und alles drum und dran. Muss ja erstmal irgendwo gezeichnet werden. Das Spiel bringt als Grundbaustein schon sehr viel mit. Und ich habe aber trotzdem noch selbstständig einiges gemalt und gebastelt und bin auch noch dabei, noch mehr zu malen und zu basteln, was ich halt thematisch hier und da brauche, gerade zum Beispiel einfach für meine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Und also ich sag mal so, es ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Ja? Ich denke, man sieht, dass es selbst gemacht ist. Und ich hoffe, man bewertet gerade das nicht negativ, sondern sieht es halt als Liebe zum Projekt und Liebe zur Geschichte und zu den Details einfach, die ich gerne sehen möchte, ja? In dem Spiel, also ne? Die Details, die ich gerne in dem Spiel auch selber sehen möchte und die Liebe auch im Spiel selber sehen möchte. Was wird es also im Spiel geben? Also, das könnte ich dann in einem anderen extra Video die Tage nochmal machen. Da mache ich mir auch nochmal ein paar Stichpunkte und so. Jetzt gerade, das ist einfach nur so, ich wollte ja auch mal mit dem Dev-Tagebuch quasi anfangen. Wie gesagt, wir wissen etwa, was für ein Spiel auf euch zukommt, so ein bisschen von der Geschichte und der Story her. Ihr seht das Bild, da steht eine Titanin in schemenhafter Gestalt quasi im Wasser. Ist viel selber gebastelt natürlich, oder das Bild ist selber gemacht, alles zusammengeschnitten und ja. Mit einfachsten Mitteln, wie gesagt. Aber dennoch hoffe ich, dass es dann, wenn es dann losgeht, auch mit der Demo, wenn die dann fertig ist, hoffe ich, dass es euch gefällt. Eins noch zum Schluss des kleinen ersten Videos. Ich habe mir ein Ziel gesetzt für das Spiel, wann es rauskommen soll, also die Vollversion, und zwar Ende des Jahres. Also ich habe mir ein Jahr Zeit gesetzt für das Spiel. Ich versuche es einzuhalten, aber ob es natürlich nur klappt und so, das weiß ich jetzt noch nicht. Kommt darauf an, was alles dazwischen noch dazwischen kommt. Mein LP-Kanal mache ich ja auch noch weiter. Ne? Das bleibt nie auf der Strecke. Da bastle ich mal einen Tag weniger am Spiel. Also da braucht ihr keinen Kopf machen, das mache ich weiter. Das Spiele zu basteln ist für mich einfach jetzt noch eine Möglichkeit, meine Kreativität, meine Fantasien einfach rauszulassen. Weil bei Minecraft, sagen wir mal ehrlich, da gibt es Grenzen. Ein Titan bauen ist schwierig.
Gut, dann danke ich euch für eure Zeit, dass ihr mir zugehört habt. Und dann hören wir uns beim nächsten Update-Video wieder. Habt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir hören uns. Bis dahin, ciao.